Schall und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Hey Manu, heute mal ein bisschen später als sonst. Ja. Zum Wohl. Du hast immer noch keinen Kaffee, oder? Nein. Ich bin immer noch auf Wasser. Oh je. Yeah. Ganz brav. Du musst das irgendwie mit deinem Office ein bisschen besser in den Griff bekommen. Ich weiss. Aber ich habe jetzt gerade angefangen, einen Blogbeitrag zu schreiben über den Zauber des Alltags auch in Corona-Zeiten. Und mein erster Punkt ist der Genuss vom ersten Kaffee am Morgen. Das ist gross, schon, oder? Das ist wirklich etwas auch von dem, was uns geblieben ist. In dieser ganzen, ja. Hey, aber ich muss sagen, ich bin einfach froh. Ich bin einfach mega froh, dass wir uns heute ein bisschen später treffen, weil ich auch gerne noch ein bisschen auspennt. Ich bin irgendwie, hey, ich muss dir wirklich sagen, ich bin nicht so gut drauf, wie ich die letzte Woche bin gut drauf gewesen. Nicht gleich Aha. gut, nicht gleich okay, gut. Okay, nee. Es ist nicht wie Albe. Nein, wirklich nicht. Setzt doch ein bisschen zu. Ja, setzt mir wirklich langsam ein bisschen zu. Und es ist irgendwie auch, ich merke jetzt so, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht so in einer Strukturlosigkeit auflöse. Ja. Und irgendwie, ich mag das Radio gar nicht mehr recht anschalten, weil es ist immer irgendwie, welche Regierung hat jetzt welche neuen Massnahmen beschlossen. Und ja, es ist irgendwie alles so monothematisch. Ich habe es heute gedacht bei unserer Sitzung. Ja. Teamsitzung, die wir hatten. Merkst du doch irgendwie so, alle hätten jetzt gerne mal wieder irgendein anderes Thema und niemandem kommt etwas in den Sinn, wo du jetzt kannst sagen, es hat gar nichts mit Corona zu tun. Ja, stimmt. Es nimmt jetzt alles so ein, dass es irgendwo selbstverständlich ist, dass man über das redet und gleichzeitig fühlt sich so an, wie wenn so ziemlich jetzt alle mal ihren Senf können dazu abgeben, oder? Ja. Es ist jetzt langsam alles gesagt, oder? Weißt du, ja, was man so grundlegend kann sagen? Ja. Und irgendwie gäbe es jetzt doch noch ein paar andere Sachen, die mich würden interessieren oder die ich gerne mal wieder. Weißt du, was ich gestern habe gemacht, Manu? Was? Ja, gestern war der Tiefpunkt von meiner bis jetzigen Corona-Zeit. Aha, scheiße. Wir haben hier so mit Schnuddernasen aufgewacht und wir haben irgendwie so gefunden, ja, dann gehen wir besser nicht so raus, weißt du, und so. Ja, weil du willst ja jetzt gleich niemand anstecken und so. Und nachher bin ich ja so vor dem Fernseher gehängt und habe mir so überlegt, ja, ich könnte jetzt Nintendo Switch mal wieder anschauen. Und ein bisschen Fußball nachgeben, hey, ich schalte den Fernseher und weißt du, es läuft. Mhm. 2006, Finalissima zwischen Basel und Zürich. FCB gegen FCZ. Und ich meine, keiner, der so gerne Fußball hat wie ich, weiß nicht, wie der Scheiß ausgegangen ist. Mit dem wirklich Einwurf, der viel zu weit vorne gemacht worden ist vom Alain Neff, der nachher zu einem Goal hat geführt für Zürich in der 93. Minute, wo man schon lange hat können abbrechen, den ganz huren Match. Und Zürich nachher ist Meister geworden und es ist im Stadion ist so ruhig gewesen. Es ist so gewesen wie BAM! Und es war einfach fertig. Es war so ein totaler Schockmoment. Und ich habe das alles gewusst. Und trotzdem habe ich das ganze Spiel in voller Länge geschaut. Und es war irgendwie einfach so, endlich wieder Fußball, endlich etwas, wo wirklich nichts Corona ist. Ich hätte jetzt eh noch gedacht, das ist so ein bisschen Masochismus. Jetzt gebe ich mir das auch noch und tue das, die Demütigung noch mal durchleben. Aber, nein, das ist wirklich. Aber ich habe einfach gemerkt, es ist pure Klasse. Ich bin so auf Turkey, was Fußball angeht, dass ich wirklich noch gedacht habe, vielleicht ist sie einfach falsch in Erinnerung, vielleicht ist es gar nicht 2006 gewesen. Wir sind so viel besser gewesen. Also ich habe vor allem die ganze zweite Halbzeit geschaut und wir sind so viel besser gewesen. Das ist jetzt schon gerade ein bisschen desperate, Stefan. Und dann hat irgendwie, aber was ist es gewesen? Ich glaube, so 83. Minute Costanzo taucht vor dem Goal auf und macht so einen mega Scheiß. Und das ist dann wirklich so, ich habe so Glück und dann denke ich, Mann, hat er doch dort richtig geschossen. Hat er einfach richtig geschossen. Ja, siehst du, und jetzt hast du irgendwie so ein 13-jähriges Trauma, hast du jetzt wieder für ihn geholt. Mhm. Gut, ich bin auch irgendwo, ich weiß nicht warum, ich bin auch nostalgisch geworden. Ich bin am Samstag zur Nacht um 12 Uhr nochmal spazieren. Das hat sich jetzt langsam so bei mir. Also wenn ihr einen grossen, dunklen Mann seht, und wo du liest, mit so einer schwarzen Kapuze, dann ist es kein Mensch, menschenleer. Und ich habe da mit dem Kopfhörer irgendwelche alten 80er-Jahr-Hits gelost. Irgendwie huere sentimental geworden. Ich bin sicher, es gibt irgendwie bei euch in der Nachbarschaft schon so Chats, die warnen vor so einem grossen Mann, der immer rumläuft zur Nacht. Ja, genau. Darum geht einfach niemand mehr raus.
Aha, meinst du? Niemand mehr getraut, sich der Hund rauszulassen. Die Pisse jetzt alle so im Vorgärten wegen dir. Ah ja. Ja. Aber langsam, ich habe so das Gefühl, jetzt langsam ist so wirklich so eine Sättigung erreicht, wo man denkt, jetzt, ich finde auch, je schöner das Wetter wird, desto höher ist irgendwie der Preis, um da umeinander zu hocken. Und es wäre jetzt eigentlich die Zeit, wo sich in Basel am Rheinufer ja, einfach mega. Hunderte von mega. Menschen oder Tausende ja. an einem Feierabend einfach eingehen und dann mit ihrem Bierli sitzen und ja. einfach eine gute Zeit haben. Genau. Und ich bin andererseits auch auf eine Art stolz, wie viel sich daran halten, muss ich auch sagen. Gell? Mhm. Es ist wahnsinnig, wie das ernst genommen wird. Aber es schlägt eben dann schon einfach aufs Gemüt von einer ganzen Nation. Das ist schon cool. Ja, und ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich mache alles falsch. Also jetzt so ein Beispiel. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das überhaupt so erzähle, das Beispiel. Aber ich erzähle es jetzt gleich. Also wir sind am Samstag bei Freunden im Garten gewesen. Ja. Also es ist einfach er und sie und meine Frau und ich. Und wir haben keinen Tisch aufgestellt und nichts, sondern wirklich die Stühle weit voneinander weg. Und er hat den Grill angelassen und wir haben dort ab und zu etwas drauf da und das gegessen. Aber weißt du, einfach jeder bei sich am Plätzchen mit seinem Papptellerli und ja, so halt. Oder? Mhm. Also wirklich nicht um einen Tisch herum zusammen. Ja, ja. Und nachher ist so die Polizei gekommen, dort so Patrouille gefahren. Und dann bin ich wirklich aufgestanden und bin so natürlich mit einem schönen Sicherheitsabstand zu ihnen her und habe so gesagt, hey, ist das nicht in Ordnung, was wir hier machen? Also wir wollten nicht irgendwie stressen, oder? Eigentlich einfach das Gefühl, es sei ja genug Abstand und so. Dann hat ich gesagt, nein, überhaupt kein Problem, sie sind super vorbildlich und alles. Und dann okay. bin ich irgendwie wie einen Moment beruhigt gewesen. Hey, ein bisschen später kommt die Nachbarin runter und sagt so, hey, sind ihr eigentlich wahnsinnig, Mann, es sterben noch Leute wegen euch, weißt du? Und sie ist so, wie soll ich sagen? Okay. Man möchte es ja wie nicht ausreizen. Ich habe jetzt das Gefühl, ich muss das jetzt unbedingt machen, weil ich muss jetzt so meine Freiheit leben oder irgendwie so. Aber irgendwie, es ist gerade so schwierig, weißt du? Ja, ja, also nicht schwierig, daheim zu bleiben, sondern schwierig einzuschätzen, was darf ich eigentlich noch machen? Ja, ja. Ja, ja. Das kann ich schon nachvollziehen. Sind wir uns die ganze Zeit am Überlegen. Heute am Morgen Teamsitzung, wo ich gesagt habe, ja, bei uns sind Kinder im Moment nicht daheim. Emilia ist noch bei ihrem Papi und der Theo ist mit seinem Freund in die Ferien. Habt ihr alle mich angeschaut, als hätte ich irgendwie, ich weiß doch nicht, was gerade gemacht, oder? Und ich merke jetzt, wenn ich jetzt das hier erzähle, oder, auf dem Ding, dann muss ich gerade sagen, ja, aber das ist ein Nachbarsbub, der schon die ganze Zeit mit ihm gespielt hat und Homeschooling hatte letzte Woche. Und es sind nur seine Eltern und der Nachbarsbub und der Theo. Aber das ist irgendwie, man ist so wie unsicher. Ja, sicher. Sind sich alle am Überlegen, was für Grenzen im Alltag jetzt praktikabel sind und wie man soll mit diesen Regeln umgehen. Also schon einhalten, aber... Ja, unbedingt einhalten, es gibt, nein, ganz logisch, klar. Aber es gibt ja immer Interpretationsspielräume und so. Und das ist, das ist etwas, was Leute dann auch verunsichert, oder? Und jetzt an Ostern läuft gar nichts, oder? Ihr habt doch einmal eine riesen Familie. Ja, voll. Oder? Voll. Nein, wir haben wirklich so, das ist bei uns schon recht Tradition, oder? Also Karfreitag ist immer Fisch essen mit meinen Eltern. Ja. Und Ostern haben wir immer bei uns hier auf der Terrasse gemacht. Und dort halt wirklich so einfach beide Familien eingeladen, riesen Sache von etwa 11 Uhr am Morgen bis am Abend, oder? Ja. Und das war auch wirklich schön gewesen. Ja. Das ist krass, gell? Und jetzt kannst du einfach einmal anrufen und ein schönes Wochenende wünschen. Ja, also ich habe jetzt immer wie mehr Leute, die mir so sagen, ja, ich weiß gar nicht warum, dass die das so schlimm finden. Wir tun einfach über Zoom zusammen essen oder über FaceTime irgendwie. Aber ey, wirklich, für mich ist das so anders. Weißt du, wenn du an einem Tisch hockst zusammen oder irgendwie so, dann kannst du mal wieder mit dieser Person reden oder mit dieser Person oder so. Und bei FaceTime bist du irgendwie wie auf das Ding gebannt und wartest, dass jetzt jemand etwas sagt und dann antwortet er und dann sagt sie. Also es ist irgendwie, es ist wirklich gar nicht das Gleiche. Nein, es ist besser als nichts. Aber es ist natürlich weit weg vom Real Thing, oder? Voll.
Ganz abgesehen davon, dass ich eigentlich in einer relativ, unsere Familie ist relativ touchy, weißt du, da umarmt man sich und dann irgendwie, da tut man Nähe auch zeigen, oder? Und, und das ist etwas, wo mir jetzt schon recht abgeht in dieser Zeit, oder? Mhm. Du übrigens, Manu, hast du gewusst, dass wir es in die Zeitung geschafft haben? Oder mindestens in die Medien? Nein. Mit Schal und Rauch. Au! Ah! Du weißt schon, was ich meine, oder? Ja, ja. Genau. Die beiden. Hast du es noch nicht mehr? Die beiden Protagonisten von Schall und Rauch wissen manchmal offensichtlich selber nicht, was sie eigentlich sagen wollten. Ja, aber das ist super geil. Also, ich meine, jetzt haben wir doch schon ein paar Folgen gemacht. Ja, und es gibt immer noch Leute, die das Gefühl haben, dass wir irgendwie wissen, was wir jetzt sagen wollen. Ja, oder wo denken, das ist so Teil von einer umfassenden Mission, wo wir jetzt möchten, auf eine ganz lockere Art erfüllen. Hm. Gut, ich meine, da bist du vielleicht ein bisschen verdächtig wegen deiner Vergangenheit. Nein, aber... Ja gut, ich habe nichts gegen umfassende Missionen, oder? Aber es muss ja nicht alles immer verzweckt werden, oder? Ja, genau. Nein, weißt du was, vielleicht heisst das einfach, dass wir immer noch zu stringent sind. Wir sollten jetzt vielleicht eher so dadaistische Aktionen machen. Ah ja, genau. Dass wir einfach komplett wirre Sachen machen. Irgendwie etwas aus dem Buch vorlesen und aus einem anderen gleichzeitig, während wir mit den Füßen ein Bild malen oder irgend so etwas. Mit den Füßen ein Bild. Ja, ich spüre es. Ja. Oh man. Jo. Was machst du heute noch? Ja, ich habe eigentlich, darum ist das da hinten so schwarz und so. Ich habe eigentlich meine Szenerie aufgebaut, um noch Videos aufzunehmen, Blog-Videos und so und ein Ostervideo, das wir zusammen machen wollen. Hey, komm, schalte mal den komischen Dings aus und zeig uns mal, wo du bist. Was? Aus? Ja, oh nein, nicht aus. Genau, du hast ja das Ding schon wirklich ausschalten. Aber zeig mal schnell, wo du bist. Ja, das ist ein Molton. Das sieht geil aus. Ja, es ist... Ja, das sieht wirklich geil aus. In mühevoller Kleinarbeit aufgebaut. Warte, ich zeig dir auch mal, wo ich bin. Ist gut? Warte, ich schalte mal aus, oder? Virtuell. Ja, schau da. Du Sau. Ja, auf dem Terrassli. Ja, ich werde jetzt sofort duschen, Stefan. Ich würde sofort duschen. Und das Beste ist, ich habe hier gerade bei der Tür nebendran, gerade hinten dran ist das WLAN-Router. Also ich habe sogar einen guten Grund, warum ich jetzt hier hocken muss. Das ist einfach, dass die Verbindung mit dir gut ist. Ja, ich sehe es. Ja, nein, das sieht nicht schlecht aus. Aber eben, jetzt möchte ich da noch ein paar Blogbeiträge aufnehmen und dann mal irgendwann bei der Familie wieder vorbeischauen. Meine Frau hat Geburtstag morgen. Okay. Ja. Dass wir noch irgendetwas ausdenken. Hast du etwas bei irgendeinem Online-Versandhandel bestellt? Ja, nein, das darfst du auch nicht. Die sagen ja jetzt alle, hey, wir sind total überlastet, bitte hört auf bestellen, gell? Ja. Das ist krass, gell? Aber was hast du jetzt gemacht? Ich meine, vielleicht schaut sie es heute, dann wüsste sie es schon. Meinst du, sie schaut es noch heute? Oder kannst du es schon sagen? Aha, nein, sie schaut es heute sicher nicht. Okay, also komm, sag. Ja, es ist in die Hosen eigentlich. Also ich meine, ich wollte sie einladen, so einen Gabaret-Abend, weißt du? Mhm. Die nennt sich Helga Schneider da, die Regula Espacito, aber irgend so etwas, kennst du die nicht? So eine Schweizer Comedian. Die ist köstlich. Die hat immer so einen Kruselhaarschopf und so und so eine exzentrische Brille und eine Zürcherschnarre ohne Ende. Also das ist also ganz markerschön. Das wären wir schauen. Und das wären wir schauen, das wäre in Liestl gewesen, weißt du? Ja. Und das wäre nicht morgen gewesen, das wäre irgendwann im Mai oder so gewesen, aber ich glaube nicht, dass das noch zustande kommt, ehrlich gesagt. Also ja, würde mich sehr verblüffen, wenn das ich hätte dann einfach Karten geschenkt, aber jetzt muss ich mal eine Alternative ausdenken. Mhm. Oh. Hast du noch keine Idee? Nein. aber jetzt bist du langsam ein bisschen unter Zeitdruck. Ja, diese Sachen, die du bestellst, werden jetzt langsam knapp. Also warte, jetzt, was gibt es noch? Apotheken, die haben noch offen. Ja, genau. Und Migros und Coop. Ja, so das Lieblingskopfweh, die Lieblingskopfweh-Tabletten könnte ich auch kaufen. Hey, nein.
Das ist nicht geil. Aber warte, da gibt es doch auch immer so herzige Sachen in der Apotheke, oder nicht? Ja, also außer Traubenzückerli hat es in der Apotheke nichts, was mich wirklich interessiert. Hey, das wäre wirklich geil, wenn sie so eine. Das fände ich so cool. Wenn man einfach würde sammeln, was sind so die beschissensten Geschenke, die Leute ihren Partnerinnen oder Partner haben gemacht wegen Corona-Times. Das wäre jetzt ganz geil. Das wäre wirklich witzig. Was kann man im Migro, Coop und Topfarm-Apotheker genau, so zusammen amüsieren? Genau. Oder? Ja, weil die besten Sachen dort sind ja jetzt eben auch abgedeckt. Ja, ja. So einen Wurstbaum oder so. Ich habe mal in einem Büro geschafft, wo sie sich einen so Wurstbaum geschenkt haben. Aus so Landjäger und so. So einen. Und du weißt, kommst du mit so einem Lebensmittelkorb heim, so. Ja, genau. Ja, genau. Aber dann eben, weißt du, einfach das, was du sonst auch immer kaufst. Oder so. Ey, weißt du, das ist mein Verdacht. Ich glaube, so die ganzen Veleda-Badezusätze, die es gibt und so, die haben im Moment garantiert einen riesen Anstieg an Verkäufen, weil einfach so Typen wie du und ich irgendwie noch in Drogerien rennen und sagen, oh, ich brauche ein Geschenk. Ja, und nachher nehmen sie irgendwie so eine hure Pack, weißt du, mit all diesen kleinen Badezusatzdingen. oder Sachen, die es am Kiosk gibt. Wahrscheinlich boomen im Moment so Netflix-Gutscheine oder irgendwie so. Ja. Ja, jetzt machst du mich eben gerade tatsächlich ein bisschen nervös. Irgendetwas muss man jetzt da schon noch einfallen lassen. Obwohl jetzt meine Frau jetzt nicht wahnsinnig erwartungsvoll ist in Sachen Geburtstagsgeschenk. Du meinst, du hast das jahrelang... Ja, das habe ich abgebaut. Die Erwartung habe ich sukzessive... Ja. Abbaut. Das ist wie beim Valentinstag. Da lange den warmen Händedruck. Oh nein! Oh nein. Hey, das ist einfach so etwas, ich hasse Valentinstag, aber ich auch. Der Frenzy bedeutet das so viel, dass ich einfach gefunden habe, komm, ich kann nicht so ein Arsch sein und einfach sagen, nein, ich finde Valentinstag ist eine böse Erfindung von so Blumenläden. Ja. Oder was sagen die anderen noch von Nazis? Ah, nein, das ist der Muttertag, irgendwie so. Ach. Sondern ich habe einfach gefunden, nein, ich bringe jetzt einfach gleich etwas mit. Nein, also dann war es so geil, gewesen, bin ich in Basel gewesen, und dort ist ihr Lieblingsladen, der Franzier. Und dann bin ich dort so einen mega schön gemachten Schlüsselanhänger, weißt du, so eine Schlüsselanhängerkette geholt. Ja. Und sie haben natürlich nie damit gerechnet. Das ist nachher richtig gut gewesen. Aber das hilft dir jetzt auch nicht weiter? Nein, es hilft mir jetzt überhaupt nicht. Nein, eigentlich nicht. Hey, warte, du kannst backen. Ja. Hey, aber dann mach doch so eine mega krasse Torte selber. Ja, das ist aber ein Tageswerk. Da muss ich jetzt aber abhängen. Muss ich jetzt heimgehen. Ja, wenn wir jetzt den fertig machen, du gehst jetzt gerade posten und nachher schaust, dass irgendwie die Kinder sich einfach mal schnell selber beschäftigen oder dir helfen. Ja, genau. Dann so eine liebevolle Verzierung mit Zuckerguss drauf, weißt du, und so. Ja, ich weiß, was ich tue jetzt über das meditieren, ist gut. Dann muss Aber du bist gerade wirklich gestresst. Also sorry. Ja. Hey Manu, ich habe grosses Verständnis. Ich wünsche dir einen ganz guten Geburtstag, Mann. Sei ein lieber Gruß. Und geh jetzt posten, Mann. Ja, ich gehe jetzt. Ciao.